Das Ende des Jahres ist angebrochen. Eine Zeit zum Zurückblicken, Reflektieren und in sich gehen. Komm mit mir mit an einen Ort der Stille, das Jenseits im Viadukt. Dort nehme ich dich mit auf eine Reise, auf einen Austausch zwischen Menschen, die das Jenseits zu einem Ort der Begegnung machen. Und dich durch ihre Fragen und Gedanken zum Jahreswechsel einladen, selber das Jahr zu reflektieren und zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen. Liebe Mitfeiernde, ich begrüße euch sehr herzlich im Jenseits im Viadukt. Ich heiße Norbert Neutsch, ich bin Theologe und Leiter vom Jenseits. Ich lade euch ein, dieses Jahr mit uns, mit unserem Team Jenseits, Revue passieren zu lassen, zurückschauen, aber auch danken für all das Gute in diesem Jahr und auch mit Zuversicht in das neue Jahr gemeinsam zu blicken. Wir werden in diesem spirituellen Impuls mit drei Elementen spielen. Wir greifen auf die drei Geschenke, die die drei heilige Könige aus dem Orient dem neugeborenen Jesus nach Bethlehem gebracht haben. Gold, Myrrhe und Weihrauch. Und zu diesen drei Elementen finden dann drei spannende Gespräche statt. Lasst euch überraschen, feiert mit, denkt mit. Sei unser Gast heute Abend und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Werbowaja doszczyćka, doszczyćka, po niej chodzić nastoczka, nastoczka. Na все поле лелиє, лелиє, звідки милий приїде. Приїде. Звідки милий приїде, приїде, що нас точці привезе, привезе. Червоні чоботи, чоботи косівської роботи, роботи. Eine von den drei Gaben, die die heiligen drei Könige zu Jesus gebracht haben, war Gold. Mhm. Gold steht für ist ein besonderes Symbol für uns, steht für Menschenbegegnungen, die wir als Gold wert bezeichnen. Was ist für dich, Sarah, im vergangenen Jahr Gold wert gewesen? Kannst du mir ein Beispiel nennen, wo du sagen würdest,
Das möchte ich auch ins neue Jahr als Schatz mitnehmen. Ja, definitiv. Ich hatte ganz besondere Umstände im letzten Jahr, denn ich habe mich dazu entschlossen, meinen Beratungsjob zu kündigen. Sehr mutig. Ja, danke schön. Sehen nicht immer alle so, aber ich habe mich eben auch aus dem Grund entschlossen, weil ich auf eine 3-monatige Reise gehen wollte. Eine Reise ist für mich immer eine Form des Luxus, denn eine Reise gibt dir Möglichkeiten, Landschaften zu entdecken und vor allen Dingen je nach Art der Reise in die Kultur des jeweiligen Landes einzutauchen. Und ein Teil, der besonders war für mich, war eben ein Fernwanderweg, den ich gegangen bin, die Via Alpina. Via Alpina, wow. Genau, das ist ein Fern- oder Weitwanderweg hier in Europa, der verbindet 8 Alpenstaaten miteinander. Und ich habe mich eben dazu entschlossen, ein Teilstück davon zu gehen, 3 Wochen alleine und nur mit meinem Rucksack und mit meinem Zelt. Darf ich nochmals wiederholen? Sehr mutig. Ja, das gehört definitiv zu einer der mutigsten Projekte, die ich bisher angegangen bin. Ich wollte mir eben anschauen, wie ich mit diesen Herausforderungen entlang des Weges, die ja auch gerade in so einem Rahmen sehr spontan und sehr überraschend sein können, passiert. Und das wollte ich mir eben annehmen und anschauen. Und das Spannende eben vorweg, obwohl ich Solo-Hiking gemacht habe, also der Fachbegriff für alleine wandern in den Bergen, bin ich witzigerweise sehr vielen Menschen begegnet, auch abseits von Wanderern, die am Ende, würde ich sagen, meinen Wandertrip, obwohl es alleine unterwegs waren, eigentlich sehr bereichernd gemacht haben. Oder eigentlich war das am Ende zurückblickend der Teil, wo ich sagen würde, das hat mir am meisten gegeben und war, um in diesem Symbolhaften zu bleiben, Gold wert. Magst du mir von dieser goldwerten Begegnung erzählen? Gerne. Ich hatte eine ganz besondere Begegnung tatsächlich in Südtirol gehabt. Es war eben so, ich habe nach 7 Tagen einen ersten Pausentag eingelegt und im Ort ist es eben so, dass man natürlich dort nicht zelten kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu dieser Zeit, also im August, im Juli in Südtirol unterwegs warst, aber es ist denkbar schwierig, da spontan eine Unterkunft zu bekommen. Das glaube ich dir. Ja, auf jeden Fall habe ich dort verschiedene Anrufe getätigt und am Ende leider kein Zimmer bekommen. Und dann spontan bin ich aber bei einem Alfred in einem kleinen Bergdorf untergekommen. Der hat mir am Ende sein Gartenhäuschen zur Verfügung gestellt, wow, was tatsächlich gar kein Gartenhäuschen war, sondern eine voll ausgestattete Hütte mit Ofen, mit Kissen, mit Decken. Und ich durfte am Ende sogar noch in der Gaststube ein 3-Gänge-Menü genießen und das alles ganz spontan und umsonst. Und es hat mein Herz sehr voll gemacht, weil ich das am Anfang nicht erwartet hätte, dass mir das noch an dem Tag, wo ich sehr verzweifelt nach einer Unterkunft gesucht habe, passieren würde. Du hast jetzt von einer überraschenden Begegnung erzählt. Und eigentlich, wenn wir an Weihnachten denken, aber überhaupt, wenn wir an Gott denken, ist mir dieses überraschende Element immer sehr wichtig. Diese Begegnung zwischen Gott und Mensch, ganz überraschend und außergewöhnlich. Er wird weit weg vom Luxus in diese Welt hineingeboren, um Begegnungen zu ermöglichen. Und diese Begegnungen, entweder mit Menschen, die uns sehr goldwert sind, oder mit Gott, ist das, was auch für mich im Leben und auch im neuen Jahr hoffentlich geschenkt werden. Mhm. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone, I've got company. Everything is okay, the lifelong day, with this mellow song, I can't go wrong. In a mellow tone, that's the way to live. If you're more than grown, something's gotta give. So go your way and laugh and play. There's joy, I know, in a mellow tone. So go your way and laugh and play. There's joy, I know, in a mellow tone. Gold, Myrrhe und Weihrauch.
Hier haben wir eine Myrrensalbe. Die Myrrhe ist ein ganz komisches, aber sehr wichtiges Gewächs. Hat eine Wirkung von Heilung, von Kraft und spielt eben auch sogar in der Weihnachtsgeschichte eine wichtige Rolle. Wir stellen uns jetzt die Frage, was gibt dir Kraft, Antoinette? Was gibt dir Erdung? Was gibt dir Halt im Leben? Wo brauchst du diese Wirkung von Myrrhe im übertragenen Sinne auch? Ja, interessant. Also was mir sehr viel Kraft und Erdung gibt, ist mein tägliches Bewegungs-Achtsamkeitstraining. Und das kann eigentlich ganz einfach ein Spaziergang sein durch die Straßen. Also es muss nicht mal in der Natur sein, es kann in der Stadt sein, in meinem Quartier. Und am meisten hilft es mir da, wenn ich so ganz genau halt hinsehe, was es gibt oder auch mal einen anderen Weg gehe als sonst. Und indem ich halt mit dem Augenblick ganz verbunden bin und mit allen Sinnen, gibt mir da Stabilität, Vertrauen, diese Erdung im wahren Sinne des Wortes. Fällt dir das leicht, einen neuen, einen anderen Weg zu gehen? Ja, sehr. Ich bin früher viel gereist und ja, im Moment halt nicht so. Und ich entdecke eigentlich täglich etwas Neues. Und manchmal muss man einfach auch nur hochschauen, anstatt irgendwie geradeaus. Oder eben eine Straße, die man noch nie genommen hat. Dann entdeckt man viel Neues, ja. Und was braucht es zu dieser Grundhaltung, etwas Neues zu entdecken im Leben? Was würdest du als eine Fähigkeit bezeichnen, die es braucht zu diesem Neuen im Leben? Für mich ist so die Basis, dass das Vertrauen, also eine Stabilität. Ich sehe es so, dass wenn man etwas Neues entdecken muss, so wie das Fundament oder selber stabil sich fühlen muss und das Vertrauen haben, dass es gut ist. Und in diesem Sinn kann ich dann rausgehen und ja, etwas Neues entdecken. Und natürlich sehr, eine Offenheit. Sehr spannend. Du sprichst zwei Dinge an, die bei uns auch in der Spiritualität sehr wichtig sind. Zum einen die Verwurzelung, wir nennen das auch Tradition, und zum anderen das Neue, die Innovation, das Innovative im Leben. Und spannend ist natürlich immer, wie können wir diese zwei Dimensionen in unserem eigenen Leben verbinden. Und was du auch noch angetönt hast, dieses Verlassen der eigenen Sphäre, des bekannten Weges, der Komfortzone. Mir kommt in den Sinn der Abraham aus dem Alten Testament, ein alter Mann, und Gott kommt zu ihm und sagt, verlass doch du dein Land und geh in dieses neue Land, dieses unbekannte Land, das ich dir zeigen werde. Und ich glaube, wir sind alle gerufen, auch im neuen Jahr, unsere alten Gewohnheiten, unsere Komfortzonen zu verlassen und uns etwas Neuem zu stellen. Und was ich dabei natürlich als Trost empfinde, wir haben die Stärkung da. Wir können uns jederzeit von Gott auch stärken lassen. Spannend, ja. Oder was ich auch immer so sage, dass man, wenn man so in sich geht und klassisch meditiert oder im Moment ist, ja, sich selber in sich die Stärke findet in der Ruhe. Selbstverständlich, denn Gott lebt und wohnt in uns und diesen Gott können wir in ganz unterschiedlichen Begegnungen und Momenten unseres Lebens entdecken. Antoinette, kann ich dich einladen, von dieser Salbe ein bisschen zu probieren? Ja, gerne. Danke. Wir haben diese Salbe heute Morgen zusammen mit dem Team gemacht. Spannend. Genau. Und wir denken, wir würden gerne eigentlich als Jenseits auch wie eine Myrrensalbe wirken. Aha, was heißt das denn konkret? Wir versuchen hier im Jenseits ein Ort zu sein, ein Begegnungsort zu sein, wo Menschen aufatmen können, zur Ruhe kommen können und vielleicht werden sie uns auch als ein heilender Ort wahrnehmen, wo sie dank dieser Begegnungen vielleicht neue Perspektiven in ihrem Leben entdecken können. Ja, das ist wirklich so, ja. Schöne Idee. Auftritt.
Der Weihrauch steht eben für das Gebet, für unser Anliegen, das wir Gott übergeben möchten. Was möchtest du aus dem vergangenen Jahr Gott übergeben und was möchtest du loslassen? Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückschaue, dann kommen mir als erstes meine Eltern in den Sinn. So die Corona-, Post-Corona-Zeit und die Endlichkeit, die Sterblichkeit meiner Eltern. Und das hat wie für mich eine zusätzliche Qualität in die Beziehung, die ich investiere, in der Zeit, in die Zeit, die ich mit meinen Eltern verbringe, gebracht. Das ist sehr schön, dass du diese Beziehungen auch neu entdecken konntest und auch neu vielleicht werden konntest. Ja, wenn ich schaue, was das letzte Jahr alles gewesen ist, kommt mir so viele gute und schöne Momente in den Sinn, aber natürlich auch Momente, wo Freundschaften, Beziehungen zu Bruch gegangen sind. Und das war für mich oder ist für mich immer noch ein sehr schmerzhafter Moment. Du hast ein Stichwort genannt, Bruch. Weihrauch steht für ein Symbol, das verbindet Gott und den Mensch. Wir übergeben Gott unser Anliegen, unsere Gedanken, auch unsere Sorgen um die Zukunft unserer Eltern, Verwandten, lieben Personen, mit der Zuversicht, dass wie der Weihrauch nach oben geht, zu Gott steigt, eben jemand wartet auf dieses Anliegen. Jemand hat ein offenes Ohr für unser Anliegen, für unsere Fragen, für unsere Zweifel und dass wir nicht alleine und gar nicht im Stich gelassen werden in diesem Leben. Vielen Dank für diese Worte, Norbert. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотилися, ягнички народили. Будеш мати мірку грошей. Як не гроші, то голова в тебе жінка чорноброва. Wir wünschen euch ein Jahr mit wertvollen Erfahrungen,
mit goldwerten Menschen. Wir wünschen euch ein cooles neues Jahr, voll mit Kraft und Beistand Gottes. Wir wünschen euch auch ein Jahr, wo eure Gebete, eure Wünsche und Sehnsüchte von Gott erhört werden. Möge euch Gott segnen, behüten und euch ein gesegnetes neues Jahr schenken. Cheers! Neues. Cheers. Begegnungen mit Menschen inspirieren mich immer sehr. Vielleicht hat dich ja auch etwas inspiriert, das du ins neue Jahr und in deinen Alltag mit einfließen lassen möchtest.